Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medios. Es geht um Erste Hilfe und herzlich willkommen zur ersten Episode im Medios Podcast. Das ist aber nicht einfach nur der Medios Podcast, sondern hier geht es um den Let's Make Erste Hilfe Great Again Podcast. Der ein oder andere weiß es vielleicht, ich habe ein Buch mit dem gleichen Namen rausgebracht, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ein Erste-Hilfe-Buch im Grunde als Kursbuch für unsere Kurse gesucht habe. Und das, was ich gefunden habe, war entweder völlig veraltet, teilweise fachlich falsch. Und somit bin ich schon vor relativ langer Zeit beigegangen und habe selber angefangen, das Buch zu schreiben. Das haben inzwischen auch einige Persönlichkeiten ergänzt. Denn das Ding ist, ich will und kann die Welt gar nicht alleine retten. Das können wir meinetwegen in einer ziemlich großen Community machen. Und da geht das vor allem auch viel, viel besser. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Warum mache ich die Kurse, wie ich sie mache? Das ist ganz einfach. Wir haben in der klassischen Erste Hilfe in diesem unserem Land ein Problem. Und ein gravierendes Problem. Und wir haben nicht nur eins davon, wir haben mehrere davon. Und eins davon ist, dass die klassische Erste Hilfe einen Ruf hat, der so unfassbar schlecht ist. Im Grunde kommt er gleich vom Ruf her nach dem Termin beim Proktologen für die Darmkrebsvorsorge. Alle wissen um die Wichtigkeit. Und alle haben, und jetzt wird's bizarr, genau dieselben Ausreden. Sowohl für die Auffrischung, für den Erste-Hilfe-Kurs, als auch für die Darmkrebsvorsorge. Es sind wirklich exakt dieselben Ausreden. In der ersten Zeit haben wir unsere Kurse auch noch Erste-Hilfe-Kurse genannt. Die hat vorsichtshalber keiner gebucht. Der ganz große Unterschied ist auch, dass wir keine ermächtigte Stelle nach Vorgaben der DGUV, also der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sind, also dem Dachverband der Berufsgenossenschaften. Und das ist gut und richtig so. Wenn ich nach DGUV ausbilden würde, müsste ich nach deren Vorgaben ausbilden und diese Vorgaben sind zum ganz großen Teil schon sehr, sehr lange nicht mehr aktueller Stand der Medizin, der Wissenschaft, der Ausbildung in der Medizin. Und meine Frau hat es mal so schön auf den Punkt gebracht mit dem: Entweder machen wir es richtig oder wir lassen die Finger davon. Ich bin dafür, dass wir es richtig machen. Wir nehmen euch, ich mache das Ganze halt schon relativ lange auch nicht mehr alleine, wir nehmen euch mit an die Hand in den Teil der Medizin, für den mein Team und ich brennen. Und das machen wir aus gutem Grund. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist das Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung. Wir haben pro Jahr etwa 100.000 Leute, die am sogenannten plötzlichen Herztod sterben. Das ist auch vor kurzem gerade kräftig durch die Medien geprügelt worden, unter anderem durch einen Bericht vom SWR. An dieser Stelle herzliche Grüße. Dieser Bericht ist wirklich großartig. Ich packe den Link zu dem Video, zu der Mediathek und zu der Präsentation, die da gezeigt wird, unten in die Beschreibung. Schlussendlich geht es darum, dass auch ich, kleines Naivchen, und ich mache das alles mit Notfallmedizin und Rettungsdienst und Feuerwehr und Blaulichtverein, erst seit 38 Jahren, und ich, kleines Naivchen, bin wirklich dem Glauben aufgesessen, dass wir bundesweit einheitliche Abfrageschemata in den Leitstellen haben. Und diese Studie bzw. die Recherche vom SWR besagt, das ist nicht der Fall. Und nicht nur das ist nicht der Fall, sondern wir haben in über der Hälfte der Leitstellen und der Kreise, denn Rettungsdienst ist Ländersache und da macht jeder irgendwo so ein kleines bisschen, was er will. Es gibt zum Thema Reanimation und Reanimationsregister, es gibt das Reanimationsregister in Deutschland, aber über die Hälfte der Rettungsdienste hat kein Qualitätsmanagement. Das heißt, über die Hälfte der Rettungsdienste in Deutschland wissen gar nicht, wie viel Reanimation die gemacht haben, bei wie viel Reanimation Leitstellendisponenten zur Herz-Lungen-Wiederbelebung angeleitet haben. Und all das und viel, viel mehr hat der SWR rausbekommen. Und eine Sache, die wir uns auf die Fahne gekratzt haben, ist, dass wir irgendwann eine Podiumsdiskussion machen wollen mit verschiedenen Darstellern in diesem Genre, die da lautet oder unter der Überschrift: Quo vadis, Erste Hilfe, wo geht die Reise hin? Denn aus unseren Nachbarländern, gerade in Skandinavien, wissen wir sehr, sehr genau und inbrünstig, es geht anders. Man muss es aber wollen. Und da ist ein ganz großer Haken an der Sache. Apropos wollen. Ein nächster weiterer Punkt ist, außer der Herz-Lungen-Wiederbelebung,
Das Thema Traumaversorgung, das heißt das Thema starke Blutung. Und die DGUV möchte seit 2011, also seit bummelig 13 Jahren, das Thema starke Blutung und das What shall we do with the Krankenpfleger mit Tourniquet, mit Traumabandage, mit komprimierter Gaze in die Laienausbildung haben. Ist es 2015 bei der großen Novellierung der Ersten Hilfe eingeflossen? Nein. Noch das ist ein weiterer Punkt, der mich in der Ersten Hilfe wirklich umtreibt. Und auch dieser Punkt ist Bestandteil unserer Kurse, und zwar grundsätzlich. Und das ist auch grundsätzlich uns ein riesengroßes Anliegen, dass wir nicht nur Eltern, sondern dass wir auch die Kinder schulen. Und die Kinder bis zum 18. Lebensjahr sind in unseren Kursen kostenlos dabei. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass wir Eltern irgendwann logischerweise mal Hilfe brauchen können. Und auch darauf wird in diesem SWR-Bericht mit einem praktischen Fallbeispiel unfassbar gut eingegangen. Und ich möchte euch da draußen zu einer Diskussion anregen und ich möchte mit euch zusammen eine Veränderung in der Ersten Hilfe und in der Qualität der Ersten Hilfe und der Ersten Hilfe-Ausbildung in Gang bringen. Wie wir das machen, das ist eine gute Frage und ich muss dazu ehrlich gestehen, ich habe noch keinen Schimmer. Der Witz an der Sache ist, dass ich genau das aber inzwischen seit 8 Jahren mit meinem Tun und Handeln vormache, dass wir in meinem Team das vormachen. Ich möchte also mit euch versuchen, Wege zu finden, wie die Erste-Hilfe-Ausbildung in Deutschland besser gestaltet werden kann. Im Rahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung und auch von diesem Bericht vom SWR wird sehr, sehr deutlich gemacht, dass der entscheidende Faktor Zeit ist. Und wir haben rettungsdienstlich nun mal das Problem, wie gesagt, Rettungsdienst ist Ländersache. Die Alarmfristen werden sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. In manchen Bundesländern wird die Alarmfrist, die Zeit dazu, die vergeht, gezählt von der Alarmierung bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle. In anderen ist es die reine Fahrzeit selbst. Und selbst diese Zeiten, diese Zeitspannen sind dermaßen unterschiedlich. In Hamburg und in anderen größeren Städten sind es, wenn ich das richtig im Kopf habe, 8 Minuten. Das war ebenfalls auch in dem Bericht zu sehen. Und in anderen Bereichen, gerade in ländlichen Bereichen, da kann es auch mal 18 Minuten dauern. Und 18 Minuten für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, wenn nicht der Ersthelfer schon angefangen hat zu reanimieren, das ist nicht nur schwierig, Leute, sondern nach 3 Minuten kommt es zu unwiderruflichen und nicht reparablen Schäden. Dass das Ganze schadensfrei über die Bühne geht, ist unfassbar selten. Kann vorkommen. Die Regel im Rettungsdienst sieht anders aus. In Dänemark schafft man es, von 10 auf der Straße reanimierten Patienten 5 mit wieder eingesetztem Herz-Kreislauf ins Krankenhaus zu verbringen. Diese 5 haben schon mal wesentlich bessere Chancen, als würden sie ohne wieder eingesetzten Herz-Kreislauf ins Krankenhaus verbracht werden. Es wird ja gerne mal irgendwie unter irgendwelchen YouTube-Videos kommentiert, ja, das sind ja alles nur Sternegucker. Nee, sind es nicht. Der kriegsentscheidende Punkt sitzt am Abspielgerät. Das sind diejenigen, die dieses Video oder diesen Podcast gerade, sagen wir mal, konsumieren. Ein weiterer Teil, der gern mal außer Acht gelassen wird. In über 80% der Fälle, in denen jemand Erste Hilfe bedarf, da ist es nicht der große böse Unbekannte, da ist es jemand aus eurem allernächsten Beritt. Alle engste Familie, alle engste Freunde und dann kommt sehr lange sehr, sehr viel nichts. Das heißt, die Chance, dass ihr eventuell mal medizinisch an jemanden schrauben müsst, den ihr sehr, sehr gut kennt, ist exponentiell hoch. Aber ich gehe noch mal einen Happen weiter und damit schließen wir im Grunde wieder den Bogen zum Rettungsdienst. In 60% der Fälle bei Alarmstichwort laufende Reanimation leiten Leitstellendisponenten direkte Angehörige der Betroffenen an. Beispiel aus meiner Praxis Anfang des Jahres hat eine 52-jährige Frau versucht, ihren 56-jährigen Lebensgefährten zu reanimieren. Wurde dazu auch von der Leitstelle angeleitet und kam dann im weiteren Verlauf im Gespräch selber zu dem Schluss, dass sie ihren letzten Erste-Hilfe-Kurs mit 18 gemacht hat für den Führerschein.
So, damals wurde auch die Reanimation noch etwas anders durchgeführt. Und vor allem wirst du nur gut in dem, was du tust, indem du es regelmäßig tust. Wir haben in Deutschland das Problem, dass die Erste Hilfe, die klassische Erste Hilfe, einen unfassbar schlechten Ruf hat. Die Leute gehen zwar zu den Kursen, entweder für Führerscheine oder nach Vorgaben der BG, aber zum Beispiel reguläre Reanimationskurse, wie sie halt auch von Zahn zu Zahn und von verschiedenen Organisationen angeboten werden, die werden völlig außer Acht gelassen. Die werden so gut wie nicht gebucht. Oder wenn, dann allerhöchstens von Profis. Ist das sinnvoll? Ist das zielführend? Nein. Denn gerade im Fall der Fälle habt ihr diesen Profi höchst selten direkt neben euch liegen, direkt irgendwie um die Ecke stehen, sondern da seid ihr tatsächlich auf euch und auf eure Nächsten angewiesen. Und das kann sein, dass dann auch eure Kinder eventuell euch reanimieren müssen. Oder wenn ihr mit Vater und Mutter zu Hause lebt, dass einer von beiden von unter anderem von den Kindern reanimiert werden muss. Das ist also ein Beispiel aus der Praxis. Bei den BG-Kursen haben wir das Problem, dass die BG-Kurse in der Erstschulung vorsehen, dass du bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung mit AED, also dem automatisierten externen Defibrillator, dass du den AED zwar gezeigt und vorgeführt kriegst, geübt wird damit aber nicht. Denn das Üben, das gemeine Üben an sich und die sichere Handhabung ist Bestandteil des Auffrischungskurses. Jetzt haben wir es in vielen Kursen gehabt und wir haben relativ viele Zuschriften, insgesamt über 300 Stück an der Zahl, wo man sich kräftig über die aktuellen Erste-Hilfe-Kurse ausgelassen hat, wo Teilnehmer sich ausgelassen haben. Und da hieß es, dass in dem Moment, wo gefragt wurde, wer ist denn zur Erstschulung hier, jemand die Hand gehoben hat, der gesamte Kurs die Erstschulung gemacht hat. Bescheinigt wird aber in solchen Fällen für diejenigen, die den Auffrischungskurs machen, der Auffrischungskurs. Und damit ist normalerweise bestätigt und attestiert oder zertifiziert, dass ihr im Umgang mit dem AED unterwiesen seid und sicher in der Anwendung seid. Das heißt, dass ihr damit praktisch geübt habt. Habt ihr aber gar nicht. Und so kann ich die Liste nahtlos weiterziehen. Ob das starke Blutung, ob das der Druckverband ist, den die BG haben will, wo nach Fertigstellung ein Finger in diesen Verband zu stecken sein soll. Wenn ihr das tatsächlich bei einem Druckverband hinkriegen solltet, dann handelt es sich nicht um eine stark blutende Wunde. Und das sage ich euch aus persönlich gemachter Erfahrung und aus Praxiserfahrung. Und damit bin ich wieder bei dem Punkt, entweder bilden wir es richtig aus oder wir lassen die Finger davon. Und das ist der Grund, warum ich mich diesem Thema mit besonderem Engagement inzwischen seit 8 Jahren mit Gewerbeschein annehme. Wenn ihr das Ganze bis hierhin soweit verwurstet, mitgenommen, wahrgenommen habt, dann dürft ihr dem Ganzen gerne ein Like dalassen. Ihr dürft das Ganze auch herzlich gerne teilen. Und vor allem möchte ich euch auffordern und einladen, dass ihr unten in die Kommentare eure Meinung abgebt. Was müssen wir tun, damit die Erste Hilfe von diesem unfassbar schlechten Ruf und der unfassbar schlechten Qualität wegkommt? Denn ich sage es euch ganz klar und klipp, mir gehen langsam die Ideen aus und es gibt gewisse Zu- und Umstände, die machen mir Angst. Richtig Angst. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.